Hi Leute, Jasper hier und in diesem Video wollen wir uns mal angucken, wie viel Einfluss die Genetik eigentlich für unser Gewicht hat. Denn immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft werden übergewichtig, wir haben immer mehr adipöse Leute und wir sehen einfach, dass Adipositas, also starkes Übergewicht, mit der die Hauptursache ist für die ganzen Zivilisationskrankheiten, also eine Tonne an negativen Effekten hat. Das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Atemprobleme, Gelenksprobleme und so weiter. Es ist eine riesige Palette, welche Probleme da entstehen können. Da ist doch die Frage, wie viel ist eigentlich die Genetik schuld und wie viel ist es der Lifestyle? Beziehungsweise hört man auch immer wieder Leute sagen, naja, es ist halt in meiner Familie, alle aus meiner Familie waren dick oder ich habe einfach eine Genetik, ich kann nicht abnehmen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen näher reinschauen und was man da machen kann. Denn es gibt eine große Meta-Analyse zu dem Thema, also eine Studie, die sich sehr viele Studien angeguckt hat und die ausgewertet hat. Und da kam raus, dass nicht mal 3% der BMI-Abweichungen genetisch bedingt waren. Das heißt, nicht mal 3% hat die Genetik ausgemacht und der Rest scheint also eher Lifestyle-Faktoren zu sein. Hier wurden natürlich keine Krankheiten berücksichtigt. Bei Leuten, die zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen haben, kann es natürlich deutlich mehr als 3% ausmachen. Bei gesunden Menschen aber ist es anscheinend nicht der Fall, dass die Genetik unbedingt beeinflusst, ob wir zunehmen, abnehmen, übergewichtig werden oder was auch immer. Das heißt, wir sehen, dass diese gesellschaftlichen Lifestyle-Faktoren viel wichtiger werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass irgendwie die Familie und das Umfeld egal sind. Im Gegenteil, auch die Familie und Umfeld hat einen riesen Einfluss auf uns. Denn allein durch die Erziehung und unsere Aktivitäten mit unserem Umfeld werden wir ganz stark geprägt, wie wir uns halt verhalten mit unserem Lifestyle. Klar haben wir die ganzen Schwierigkeiten auch dadurch, dass wir mittlerweile sehr viel hochkalorische Lebensmittel haben, die ganzen Süßigkeiten und ungesunden Sachen haben, dass an jeder Ecke was gibt und alles gut riecht und so weiter. Aber die Erziehung beeinflusst eben schon ganz stark, was wir uns, wir gucken uns halt sehr viel von unseren Eltern ab. Das heißt, essen die viel Fast Food oder essen die eben lieber sehr gesund? Treffen sich meine Freunde immer bei McDonald's oder lieber im Fitnessstudio? Also das soziale Umfeld und auch die Erziehung spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und insofern ist es wahrscheinlich schon so, dass man statistisch eben öfter sagen kann, okay, in meiner Familie sind viele dick und darum habe ich auch die Gefahr, dick zu werden, aber anscheinend weniger aufgrund der reinen Genetik als mehr aufgrund einfach des Modelllernens als Kind oder der Erziehung oder eben ja, der Aktivitäten, die man macht. Denn es gibt schon leichte genetische Unterschiede und die können einem etwas in die Karten spielen oder eben auch nicht. Aber das sind Sachen wie, wie ist das Sättigungsgefühl? Hat man eher etwas mehr Hunger oder ist man schneller satt? Wie viel bewegt man sich? Und das sind oft Sachen, die eben auch unbewusst sind. Also auch ich bin ja ein Typ, der eher sehr schwer zunimmt und der kein Problem damit hat abzunehmen. Und das ist aber auch nicht so, weil ich irgendwie die super Genetik habe und 10.000 Kalorien am Tag verbrenne. Vielleicht verbrenne ich ein bisschen mehr Kalorien als andere, aber das ist eben ein ganz, ganz kleiner Teil. Und der viel größere Teil ist zum Beispiel, dass ich einfach viel leichter gesättigt bin als andere. Und dass ich einfach unbewusst so ein sehr hibbeliger Typ bin, der oft mit dem Bein wirbt, der viel irgendwie auf Spannung ist, der auf Action ist. Und das macht einen viel, viel größeren, oder hat einen viel, viel größeren Einfluss als dieser kleine Teil, den ich vielleicht habe, dass ich einfach ein paar Kalorien mehr verbrenne. Denn wir haben da immer die zwei Stellschrauben, wie viel Kalorien essen wir und wie viel Kalorien verbrauchen wir. Und da sehen wir einfach, dass das Problem ist, dass heutzutage in der Gesellschaft die Leute halt immer fauler werden, sich weniger bewegen, aber immer mehr Kalorien eben essen. Und wie gesagt, da gibt es ganz klar verschiedene Typen, Leute, die leichter gesättigt sind oder schwerer gesättigt sind. Aber man muss dazu sagen, jeder kann abnehmen, jeder kann seine Figur halten, wenn er sich an die Grundregeln hält. Also wenn man weniger Kalorien isst, als der Körper verbraucht, dann nimmt man ab und da kann auch die Genetik nichts dran ändern. Wie gesagt, auch hier nochmal so ein bisschen das Thema Stoffwechselerkrankungen und Co. Ausgeschlossen. Auch da ist es in der Regel so, dass man dann trotzdem abnimmt. Da wird es teilweise wirklich sehr, sehr schwer, überhaupt noch in ein Kaloriendefizit zu kommen. Und da gibt es auch ein paar andere Mechanismen noch. Kommt immer auf die Krankheit an, deswegen klammere ich das mal aus. Aber bei gesunden Menschen, wenn man im Kaloriendefizit ist, nimmt man ab. Das ist einfach immer so. Die Frage ist nur, schaffe ich es in der Praxis denn leicht, im Kaloriendefizit zu bleiben? Und wenn ich einfach immer sehr, sehr, sehr viel Hunger habe, dann fällt es mir natürlich schwer, das Defizit wirklich auf lange Sicht einzuhalten. Das heißt, die Genetik kann im Endeffekt nur beeinflussen, wie leicht oder schwer es einem fällt oder wie viel Energie man in dieses Thema rein investieren muss. Aber gerade darum sind diese ganzen Faktoren ja so wichtig und darum habe ich ja auch mein neues Buch dazu geschrieben. Wenn du das noch nicht kennst, du findest natürlich alle Links auch zu meinem Buch in der Videobeschreibung und schau dir das unbedingt an, denn da geht es ja um diese ganzen Stoffwechselparameter und wie man eben Diäten macht. Wir können ja mal die wichtigsten Punkte hierbei durchgehen, gerade um den Kalorienverbrauch hochzuhalten. Denn die meisten wissen schon, wie sie ihr Essverhalten kontrollieren müssten. Auch hier ist wieder das Problem, wir wissen, dass der Apfel gesund ist und McDonald's eher schlecht ist. Die Frage ist, wie schaffen wir es in der Praxis dazu, das Ganze umzusetzen? Auch da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht zum Thema Ernährungspsychologie. Packe ich auch nochmal mit in die Beschreibung.
Aber wir gucken uns nochmal an, was kann man machen, um den Kalorienverbrauch hochzuhalten. Denn wenn ich genetisch ein bisschen mehr dazu veranlagt bin, eben leichter zuzunehmen, dann bin ich auch oft dazu veranlagt, eben etwas weniger Kalorien zu verbrauchen. Und dann muss ich eben noch aktiver darauf achten, dass ich meinen Kalorienverbrauch aktiv hochhalte. Hier gibt es sehr, sehr viele Mechanismen, die der Körper hat, um das zu verändern. Punkt 1 ist zum Beispiel die Wärmeproduktion, also die Thermogenese. Und da sieht man in Studien, dass teilweise bei Leuten, die eben übergewichtig waren und dann irgendwie abgenommen haben und so, der Kalorienverbrauch für die Wärmeproduktion um bis zu 50% zum Beispiel gesunken ist. Das heißt, wir sehen einfach, der Körper kann das verschieben in extremen Situationen. Wenn ich total viel esse, weil ich einen Cheat Day oder so mache, dann schiebt er die Wärmeproduktion nach oben. Wenn ich eben mich runterhunger, dann fährt er die Wärmeproduktion runter. Das ist auch der Grund, warum Leute bei Crash-Diäten eben sehr, sehr schnell anfangen zu frieren, weil der Körper einfach sagt, gut, du gibst mir nicht mehr so viele Kalorien, dann spare ich auch Kalorien ein, indem ich weniger Wärme produziere. Umso wichtiger ist es eben, keine Crash-Diäten zu machen, wo man nur noch 500 Kalorien am Tag isst. Das nächste, was super wichtig ist und meistens unterschätzt wird, ist eben das Thema Alltagsbewegung. Und da gibt es hier sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass bei einigen Probanden, ich glaube, sie hatten 177 Probanden angeguckt und der Kalorienunterschied durch die Alltagsbewegung war von 100 bis 800 Kalorien unterschiedlich. Also teilweise knapp 1000 Kalorien mehr oder weniger am Tag verbrannt, einfach nur durch die Alltagsbewegung. Und da ist jetzt noch kein Sport im Gym oder so dabei. Das ist einfach eben nur Treppenlaufen, generell die Schritte im Alltag oder mit dem Bein wippen oder stehen statt sitzen und so weiter. Das ist in der Regel eben auch was, was nicht nur unterschätzt wird, sondern was jeder machen kann. Nicht jeder hat die Stunde am Tag Zeit, um ins Gym zu gehen, aber ob ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder mit dem Auto, ist oft gar nicht so viel Unterschied von der reinen Zeit her. Und ob ich im Büro die Treppe benutze oder den Fahrstuhl, meist auch nicht viel Zeitunterschied. Also diese kleinen Sachen kann man fast immer einbauen und haben einen riesen Impact. Und gerade wenn ich also das Gefühl habe, dass ich genetisch nicht so gut positioniert bin bei dem Thema, muss ich umso mehr darauf achten. Generell spielt natürlich auch das Körpergewicht und die Muskulatur eine Rolle. Je mehr ich wiege, desto mehr Kalorien verbrauche ich auch. Zum einen, weil mehr Gewebe da ist, was versorgt werden muss. Gerade Muskulatur verbraucht natürlich mehr Kalorien als Fett. Aber auch, weil einfach mehr Gewicht mit mir rumgetragen wird. Also wenn ich einfach die Treppen steige und ich wiege 60 Kilo, verbraucht dieses Treppensteigen natürlich nicht so viele Kalorien, als würde ich 80 Kilo wiegen. Und da sehen wir einfach, okay, klar, ein Mensch, der mehr wiegt, der kann in der Regel auch wieder ein paar mehr Kalorien essen. Das muss man nur im Kopf behalten, denn auch das ist so ein Fakt. Viele Leute überschätzen vielleicht einfach, wie viel Kalorien sie am Tag essen können oder essen unbewusst eben einfach deutlich mehr und verbrauchen einfach gar nicht so viel Kalorien. Gerade zum Beispiel bei kleinen, zierlicheren Frauen, die einfach nicht so viel wiegen, die haben einfach nicht so einen hohen Kalorienverbrauch, aber die können durchaus auch die gleichen Mengen essen, wenn es um die leckeren Süßigkeiten und verarbeiteten Lebensmittel geht, die eben sehr hochkalorisch sind. Also die Portion Eis zu essen, da kann die Frau ja genauso viel verputzen wie der Mann erstmal in der Regel, aber sie darf einfach nicht so viele Kalorien essen, weil sie nicht so viel verbraucht. Also auch einfach, wie man körperlich einfach aufgestellt ist von den Rahmenbedingungen her, muss man natürlich im Auge behalten. Ansonsten kann man auch noch versuchen, seine Mitochondrienzahl zu erhöhen, also die Kraftwerke in der Zelle, damit man auch viel Fett verbrennen kann einfach. Und da ist zum einen Sport super. Sport ist natürlich generell super, um viele Kalorien zu verbrennen. Gerade Kraftsport, um auch Muskeln aufzubauen. Oder auch Ausdauersport, um einfach so die Kalorien zu verbrennen. Aber auch, je mehr Sport wir machen, desto mehr Mitochondrien bilden sich in der Zelle. Und desto mehr Fett können wir dann dauerhaft also auf lange Sicht auch verbrennen oder pro Zeiteinheit. Und das andere ist zum Beispiel sowas wie braunes Fettgewebe aufzubauen. Ich habe diese ganzen Prozesse auch in meinem Buch nochmal detailliert erklärt und beschrieben. Und die Studien dazu und alles. Aber ihr findet die Studien hier auch in der Videobeschreibung. Da geht es einfach darum, sich kühlen Temperaturen auszusetzen. Man soll nicht frieren, man soll nicht krank werden, man soll nicht, wenn es total windig ist, irgendwie nur im T-Shirt bei Minusgraden draußen rumlaufen. Es reicht einfach schon zu sagen, hey, ich reduziere mal die Zimmertemperatur von den 22 Grad, die ich gewohnt bin, auf 19 Grad runter. Und wenn wir so ein bisschen in diesem kühlen Zustand einfach sind, dann bildet der Körper wieder mehr braunes Fettgewebe, was eben wieder für mehr Wärmeproduktion verantwortlich ist, mehr Mitochondrien enthält. Und dann verbrauchen wir eben auch wieder einfach so mehr Kalorien, einfach dadurch, dass wir da sind und Wärme bilden. Und können eben auch insgesamt mehr Fett wieder verbrennen. Und ansonsten ist natürlich einfach der große Punkt, was esse ich und wie viel esse ich. Zum einen hat es auch einen Einfluss auf den Kalorienverbrauch, beziehungsweise kann hier beim Abnehmen helfen. Denn gerade Eiweiß hat ja einfach einen höheren thermischen Effekt. Sprich, da geht mehr Kalorien flöten. Das wird alles aufgenommen, weil der Körper braucht mehr für Wärmebildung, für Verdauungsprozesse und so weiter. Wenn wir also Eiweiß essen, dann wird einfach ein Teil dieser Kalorien direkt quasi für die Stoffwechselprozesse wieder benutzt. Und somit landet es dann nicht auf den Hüften. Und außerdem ist natürlich einfach hier wichtig, viele Ballaststoffe zu essen, viel Volumen mit wenig Kalorien zu essen, damit man einfach satt bleibt. Weil wie gesagt, bei vielen ist einfach das Problem, dass sie es nicht schaffen, in ihrem Kalorienlimit satt zu werden und unbewusst immer mehr essen. Liegt zum einen eben daran, dass manche sehr hohe Toleranz haben, bis sie satt sind. Zum anderen, dass eben oft Lebensmittel genommen werden, die einfach auf
kleines Volumen viel zu viele Kalorien haben. Aber dazu habe ich ja eigentlich schon relativ viele Videos gemacht. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, packt es immer in die Beschreibung, in die Kommentare meine ich natürlich. In der Beschreibung sind alle Links. Packt es immer in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Dann versuche ich da nochmal detailliert auf bestimmte Bereiche einzugehen. Als kleines Fazit würde ich mal sagen, dass wir sehen, dass die Genetik selbst eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Anteil ausmacht, sondern diese Lifestyle-Faktoren viel, viel wichtiger sind. Niemand ist also wegen seiner Genetik per se irgendwie übergewichtig oder kann nicht abnehmen. Das Problem ist eher, dass es einem im Alltag dadurch noch etwas schwieriger gemacht wird aufgrund der Sättigungsregulation und Co. und dass die Leute eben einfach noch mehr darauf aufpassen müssen, auf diese ganzen Stellschrauben, die wirklich ordentlich zu kontrollieren. Ich hoffe also, dass es für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen motivierend zu wissen, hey, jeder kann jedes Ziel erreichen, ganz egal mit welcher Voraussetzung man da reingeht. Und das, finde ich, ist erstmal eine schöne Message. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Wenn noch Fragen dazu sind, immer in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten. Bis dahin, ciao.